Cottbus empfängt seine tragischen Fußballhelden. Gegen 15.30 Uhr erreichten Spieler und Verantwortliche gestern den Cottbuser Stadthallenvorplatz. Rund 400 FCE-Fans versuchten ihre Kicker nach der schmerzhaften Relegationspleite wieder stimmungsvoll aufzubauen. Auch Oberbürgermeister Tobias Schick fand tröstende Worte, bevor Trainer Pele Wollitz bereits den Fokus auf die neuen Aufgaben legte. So konnte mit Cedric Euschen vom BFC Dynamo bereits die erste Neuverpflichtung bekannt gegeben werden. Außerdem appellierte der Coach an all jene Spieler, die noch nicht verlängert haben, sich von der einzigartigen Atmosphäre der letzten Monate überzeugen zu lassen. Manche reden von Bundesliga-Atmosphäre, ich rede von Cottbus-Atmosphäre, so der Coach. Viel Zeit zum Überlegen bleibt derweil für alle Seiten ohnehin nicht. Denn spätestens am 27. Juni startet die Vorbereitung für das gesamte Team.